Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mir im DM einmal die neue Belu Box gekauft und ein Deo Spray, auch den neuen Sortiment von Melina und Paola. Finde ich richtig cool, habe ich auch heute erst entdeckt, genauso wie die Belu Box. Und ich musste die Belu Box direkt kaufen, weil ich weiß, dass die nach 2 Tagen oder 3 weg ist. Und da habe ich direkt zugeschnappt. Fangen wir an mit dem Deo Spray von Melina. Das wird richtig schön designt. Das hat sie auch selber designt. Das steht auch nochmal hier hinten klein in blau drauf. Das kann man jetzt aber nicht lesen, weil es ist wirklich richtig winzig. Ja, dann steht hier halt noch, dass es halt kein Aluminium enthält. Aufgedreht wird es dann so und auch so wieder zugedreht. Kommen wir zur Belu Box. Also sie ist so groß wie so eine iPad-Box eigentlich. Da drauf ist ein richtig großes rosanes Herzchen drauf. Auf der Seite dann steht hier Belu Love Edition. Hier dann oben und unten halt so Belu Belu. Und hinten steht ja auch nochmal Belu und dann hier, was halt alles enthalten ist. Und dann halt noch das ganz klein geschrieben, aber das ist nicht wichtig. Jetzt öffnen wir das Geheimnis. Von innen ist auch nochmal alles mit Belu verziert. Also, einmal ist hier so eine mega süße Karte. Da drauf steht, it's the little things in life. Das einzige Problemchen an dieser hübschen Karte ist, dass Little falsch geschrieben ist. Statt 2 L müssten da 2 T sein, aber das ist ja nicht so schlimm. Auf der Rückseite steht auch nochmal Belu. Ich glaube, da kann man was schreiben und die Karte verschicken. Kommen wir zur Box. Diese Box finde ich einfach mega. Hier sind einmal 3 Belu Creme Edition drin. Einmal Belu Pink Love, Mint Love und Purple Love. Wir riechen jetzt mal an allen dreien. Ich fange mal an mit Pink Love als erstes. Das muss man ja erst schütteln. Und das springen wir jetzt mal hier auf diese grüne Unterlage. So. Und ich rieche mal dran. Also es riecht sehr fruchtig, sehr süß und hat auch so einen leichten Erdbeergeruch. Also mir gefällt Pink Love richtig gut. Ich mag generell süße Gerüche. Dann Mint Love. Das öffnen wir. Erst schütteln und so schütteln, also nicht über Kopf schütteln. Und möglichst gerade halten. Oh, da kam viel raus. Rieche ich gleich auch mal dran. Oh, das riecht richtig nach Minze. Das riecht richtig, richtig gut. Und jetzt noch Purple Love. Da bin ich gespannt, nach was das riecht. So. Das riecht süßlich, so ein bisschen flaumig. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie das große Belu, dieses Pflaumen-Belu da, dieses lilane. So ähnlich riecht das, nur ein Ticken süßer. Ich guck mal, wie sich das auf der Haut anfühlt. Weil es ist ja ein, also das ist jetzt zum Eincremen. Das zieht mega schnell ein, es ist jetzt schon eingezogen. Perfekt. Das war aber immer noch nicht alles. Wir entfernen jetzt mal die erste Etage. Und da könnt ihr auch schon etwas erkennen. Einmal eine Belu-Tasche mit Herzchen. Ich muss sagen, es ist sehr verknittert. Also, ja, nicht gerade die beste Qualität. Man kann es halt öffnen. Und dann kann man hier, würde zum Beispiel ein Belu reinpassen. Diese komische Qualität ist dafür da, damit man das auch mit ins Wasser nehmen kann und sich da die Oberfläche gut abwaschen lässt. Aber ich hätte eher lieber eine Tasche genommen und die dann halt in guter Qualität als 2 Taschen. Dann gibt es halt auch nochmal diese Tasche hier, die ist weiß und da steht einmal ganz groß Belu drauf und auf der Rückseite einmal das pinke Herzchen. Jetzt öffnen wir noch auch nochmal dieses hier und da passen bestimmt alle Belus, die hier in dieser Edition sind, rein. Im Großen und Ganzen finde ich für 13 Euro dieses Pack eigentlich ganz gut. Ich hätte es vielleicht ein paar Euro weniger gemacht, da man halt berechnen muss, wenn die zum Beispiel alle 3 Euro kosten würde, lenkt man bei 9 Euro. Und ich glaube jetzt nicht wirklich, dass diese Stofftaschen
und diese Karte zusammen 4 Euro kosten. Aber das ist jetzt halt der Preis. Mir gefällt die Box sehr gut und sie ist halt limitiert, deswegen müsst ihr sie euch schnell holen. Dieses Deo für 2,75 Euro ist ein super Preis, deswegen habe ich es auch direkt mitgenommen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Und dann sage ich auch schon, abonnieren, kommentieren, liken. Bis zum nächsten Mal.